Hallo und herzlich willkommen auf meinem Nähkanal Fendilotta. Ich bin die Pippi und heute nähen wir was von der Petit Du. Und zwar nähen wir einen John. Wie ich schon gesagt habe, ich nähe auch von anderen Leuten die Sachen nach und dieses Mal nehmen wir eben die Unterhosen oder die Boxershorts von Petit Du. Ich habe die ja. Ich habe die schon, weiß nicht, ich glaube, ich habe sicher schon 100 Stück davon genäht, ja. Früher habe ich sie für meinen Ex-Mann genäht, jetzt nähe ich sie für mein Kind. Und ich finde den Schnitt einfach super, ja. Auch mein Sohn, für den die jetzt ist, ja, findet den auch ganz super. Mein Ex-Mann hat das auch toll gefunden, ne. Und ich finde den auch, ja, ich finde den einfach. Die Ina erklärt das schon super gut in ihrem Video. Ich erkläre es jetzt einfach nochmal, einfach anders, ja. Und weil ich diese Shorts einfach super finde, ja, und sie sind schnell genäht, sie sind ein tolles Geschenk, sie sind angeblich sehr bequem und ja, und da denke ich mir, ja, ich finde das Schnittmuster toll, ich finde es einfach und ich glaube, da gibt es jetzt wahrscheinlich andere Boxershorts, grundsätzlich sind genauso aufgebaut, ja, also ich weiß nicht, ob es da jetzt 100 verschiedene gibt, ja, das ist der einzige Schnitt, den ich habe von Boxershorts und ich finde den eben auch toll. Und was wir brauchen, um einen John zu machen, zeige ich euch jetzt. So, was wir dazu brauchen, sind die Schnittteile. Ja, also ich finde ja, die Petit Du macht das immer echt super. Ja. In meinem Fall ist es Schnittteil Large. Ich habe das da drauf geschrieben, weil ich schon für verschiedene, ich habe schon für viele Männer Unterhosen genäht. Ja. Das hört sich super an, gell? Ja, also in meinem Fall ist es Large, weil wie gesagt, die Shorts sind ja für mein Kind. Das ist ein kleines, zartes, elfenhaftes Wesen, das wir Large brauchen. Ja? Und zwar schneiden wir uns das Hauptteil im Stoffbruch zu. Sprich, es ist hier zusammengelegt. Ja? Sollte der Stoff nicht reichen, stört es auch nicht, wenn man zwei Teile macht, ja, und dann hat man hinten am Bobstinat, ist auch nicht wirklich tragisch, ja, habe ich auch schon öfters gemacht, ja. Also einmal das Hauptteil, dann haben wir einmal den Zwickel unten und dann gibt es dieses Teil und einmal gibt es auch sowas da, ja, weil die Patty sagt, man muss das extra machen, ja. Ich persönlich, ja, mache aber zweimal dieses Teil, weil es unterm Strich genau dasselbe ist und dann hat man halt innen die Naht da oben nicht. Ich meine, vielleicht ist das ja auch unangenehm, ich weiß es nicht, ja, ich persönlich bin ja nur Admin, ja, und bin ja nur User und kein Admin von diesen Teilen, ja, also ich habe immer zweimal dieses Teil, es sei denn, es geht sich mit Stoff wieder nicht aus, dann habe ich auch zwei solche Teile, ja. Also wir brauchen zweimal Fronteinsatz, einmal den Zwickel und einmal den Hauptteil. Dann brauchen wir noch einen Gummi dazu. Wie gesagt, nachdem mein Kind so zartes, elfenhaftes Wesen ist, ist meiner 85 lang, ja, weil er muss sich auch noch ein bisschen dehnen. Und das solltet ihr halt am besten abmessen oder zumindest circa ungefähr, ja. Der Gummi ist, glaube ich, 4 cm breit. Ja, man kann auch schmälere nehmen. Und was wir natürlich noch brauchen, ist noch farbliches passendes Garn. Wir werden hier auch mit Grau arbeiten und wir brauchen auch heute alle drei Nähmaschinen, aber keine Angst, man kann es auch auf einer normalen Nähmaschine machen. Und anfangen tun wir gleich mit dem Gummi und den Frontteilen. Und dazu für den Gummi gehen wir mal auf die normale Nähmaschine. So, wir nehmen uns den Gummi, legen ihn in der Mitte zusammen. Ich hoffe, das Licht ist dieses Mal etwas besser. Ich habe hier eine Softbox stehen. Ich habe hier noch das Licht und da gegenüber ist das Tageslicht. Also ich hoffe, dass das Licht dieses Mal etwas besser ist, weil ich finde, beim letzten war es ein bisschen unhübschlich. Ne? Egal. Wir legen ihn zusammen. Bitte achtet darauf, dass das nicht verdreht ist. Ja? Dann stellen wir einen ganz kurz Geradstich ein. Ich gehe hier auf 1,2. Ja, und nähen mit 1 cm Nahtzugabe den Gummi mal zusammen.
Jetzt klappen wir die Nahtzugabe auseinander. Und nähen hier mit einem Zickzackstich, auch mit kurzer Stichlänge, einmal hier und einmal hier, dass das schön auseinander gebogen ist. Ich mache mir den Stich ein bisschen breiter, aber dafür kürzer. So, warte mal, bisschen mehr Licht. So, so sollte das Ganze jetzt aussehen. Naja. Innen, außen. So, jetzt geht's zum nächsten Teil. Als nächstes nehmen wir uns die Frontteile. Also, in meinem Fall ist es zweimal dieser. Ja. Legen das zusammen, rechts auf rechts. Ihr wisst, rechts ist die schöne Seite. Wer möchte, steckt sich das fest. Wenn man doch, Vorsicht, wenn man dann doch zwei Einzelteile hat, ja, steckt man sich das auch an der gebogenen Seite zusammen. Näht, wenn man die zwei Einzelteile hat, die komplette gebogene Seite zusammen und bei dem Teil nur hier und das Ganze machen wir mit der Overlock. So, auf der Overlock, ich habe, zeige ich euch, ich weiß gar nicht, ob man den Unterschied sieht. Bei der Overlock ist es ja wichtig, dass man immer der erste Faden passt. Ja, und ich bin ein bisschen faul, was das Umfädeln immer angeht, obwohl meine Maschine macht das ja mit Druckluft. Das ist jetzt eh nicht so die große Sache, aber trotzdem bin ich trotzdem ein bisschen faul und schaue halt immer, dass auf jeden Fall der erste Faden ja ungefähr passt. Weil man sollte den Nadel theoretisch eh nicht sehen. Ne? Gut. So. Und jetzt nehmen wir entweder bei diesen zwei Teilen die ganze gebogene Seite zusammen und da nähen wir nur den Unterteil zusammen. So, ich kontrolliere dann immer, indem ich das aufmache und schaue, ob eh alles schön ist, ja. Hier als auch hier. So. Das mit der durchgehenden Naht ist innen und das mit der nicht durchgehenden Naht ist außen. Jetzt holen wir uns das große Schnittteil und stecken die Teile zusammen. So. Unser großes Schnittteil. Aus, innen mit der durchgehenden Naht und außen mit der nicht durchgehenden Naht. Und deswegen habe ich immer gern zweimal dieses Stoffteil, weil dann hat man außen und innen nur eine durchgehende Naht und wenn man es vertauscht, ist nicht so schlimm. Ich meine, ich glaube, es ist sowieso nicht so schlimm. So, wir öffnen unser Schnittteil. Das Außenteil, ja, stimmt das, ja, kommt mit der Die Gerade kommt an die Rundung ran und das Innenteil, also das kommt rechts auf rechts und das Innenteil kommt rechts auf links. Und so stecken wir das zusammen. Ich mache es einmal oben.
und einmal unten. Wenn man was Gerades auf eine Rundung steckt, ist ein bisschen tricky, aber ihr könnt es natürlich auch mit Nadeln machen. Bei der Overlock nehme ich die Nadeln nicht so gern, weil vielleicht vergesse ich sie rauszunehmen und dann wäre das Messer kaputt oder zumindest schwer beleidigt. Ja? Dann einmal die Mitte, rechts, rechts, rechts auf links. Ich spanne das immer ein bisschen, damit ich auch ja alle Teile habe. So. Und das nähen wir jetzt auf der Overlock zusammen. Ich halte das immer ein bisschen unter Zug, damit sich das auch wirklich schön über die Maschine legt. Jetzt schaue ich wieder, ob da alles gut genäht ist. Alles schön zu. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ja? Also, weil jetzt müssen wir das Ganze verschließen. Ja? Das heißt, wir nehmen die Vorderseite, stecken das wieder rechts auf rechts an diese Rundung dran. Ja? Sieht man das eh gut, ja? Stecken den einmal rechts auf rechts an diese Rundung dran. Nur den Außen. So, jetzt haben wir aber noch den Innenteil, ja? So, und das heißt, so, wir rollen von hinten den Stoff ein, ja, schön klein, und da ist jetzt unser Innenteil und das klappen wir jetzt so drüber, ja, also dass wir dann außen, also Innenstoff, Innenseite, 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 Innenseite haben, ja, und diesen Teil, ja, schön einrollen, schön knapp einrollen, schauen, dass keine Falten entstehen, und jetzt klappen wir das ein und stecken das einfach dazu. Und jetzt müsst ihr beim Nähen wirklich aufpassen, dass ihr von der Rolle nichts erwischt, weil sonst war es das. Nochmal schön runterschütteln und jetzt nähen wir das hier ebenfalls mit der Overlock. Falls ihr keine Overlock habt, könnt ihr das natürlich auch mit der normalen Nähmaschine mit Fake Overlock Stich nähen. Ja, ich kann ja aus dem Vollen schöpfen, deswegen mache ich es mit der Overlock. So, wir haben hier unsere Rolle. Ich fahre dann gerne nochmal mit dem Finger rein und schaue, dass ich ja nichts zusammen nähe. Und wirklich schauen, dass man alle drei Teile gut erwischt. So schaut das jetzt aus und jetzt wenden wir das Ganze. So, jetzt schauen wir, ob wir es gut genäht haben. Jetzt drehen wir das Ganze um. Wir haben es gewendet und es schaut gut aus. Ja? So, es fängt schon an nach Short auszusehen. Schneiden wir mal da die Fäden ab. So, jetzt nehmen wir uns unser
unser Zwickelteil, dieses Teil. Da, wo die drei Knipse sind, das kommt nach vorne, auch leicht zu merken, weil da drei Nähte sind. Und mit dem einen Knips, das kommt nach hinten. So, das ist vorne und das ist vorne. Ne? Und auch hier fange ich wieder auf der Seite an. Und stecke mir das Ganze fest. Da schauen, dass man auch beide Lagen zusammenlegen und mit feststecken bzw. auch mitnähen. Schön rechts auf rechts eben. Auch einmal mit der Overlock drüber rattern. So, der eine Teil ist dran und jetzt kommt das Hinterteil. Dazu drehe ich mir das Ganze um und stecke es mir wieder rechts auf rechts in diesen Bogen da rein. Auch da fange ich immer außen an. Und schön langsam sieht man, wo die Reise hingeht und was das werden soll. Dann nähen wir das noch zusammen und dann erkennt man es schon als Short. So, es ist schon als Short erkennbar. Was ich jetzt immer noch mache, ist, ich nehme mit der Overlock bei den Beinen einmal rundherum, weil ich es ja dann einschlagen muss und festnähen und ich tue mir einfach leichter, ja. Es ist nicht kein Muss, die Ina sagt auch nicht, dass man es machen muss. Ich mache das immer, weil ich es dann einfacher, ich finde es dann einfach sauberer von der Arbeit her, ja. Weil falls ich da so wie hier einen kleinen Unterschied habe, schneide ich das dann einfach mit der Overlock weg und die Sache ist erledigt. Und deswegen nähe ich bei den Beinen noch einmal rundherum mit der Overlock drüber. Man erkennt es schon als Short, ja, und hier unten haben wir jetzt mit der Overlock drüber genäht, ja, und das ist jetzt nicht so hübschlich und auch die Petitou sagt, man muss das einschlagen, ja. Ich persönlich bin da immer sehr grobmotorisch mit Einschlagen, ja, gut gebügelt ist halb genäht, aber ich mache das immer so Daumen mal Pi und bis jetzt hat es immer gepasst, ihr könnt es aber auch gerne ein Lineal nehmen und das über ein Lineal einschlagen. Und zwar gibt es das so, Bügellineale, ja, da kann man dann auch gleich drüber bügeln, ne? Das kann man dann hinlegen, keine Ahnung, so, einschlagen auf 1,5 cm, ja, und dann schön drüber bügeln, wenn man das möchte. Ja, ich mache es gern freihändig und ich muss sagen, ich habe auch schon sehr viele von diesen Shorts gemacht. Mein Ex-Mann, ja, hat diese Shorts geliebt und mein Kind liebt sie auch. Mein Kind ist mittlerweile 25, also man könnte sagen, schon fast erwachsen, ja, und liebt sie auch. Sie sagen immer, die sind sehr bequem. Das ist Lebensgefühl, was auch immer damit gemeint ist. Wie gesagt, ich bin nur User und kein Admin, was diese Körperteile betrifft.
Und die hatten, also sowohl mein Ex-Mann als auch mein Kind, haben kein Problem, Shorts in solchen Designs zu tragen. Ja? Weil diesen Stoff habe ich mir ja, da habe ich mir ein Shirt draus gemacht. Und weil ich ja immer Angst habe, dass ich zu wenig Stoff kaufe und es steht im Schnittmuster drinnen, weiß ich jetzt nicht, 1,25 Meter kaufe ich ja 1,40 Meter. Weil, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe immer Panik, dass ich zu wenig habe und im Endeffekt bleibt mir dann immer unviel über. Und meistens hat dann eben entweder mein Ex-Mann oder jetzt halt mein Kind, ja, kriegt halt mein Kind dann Shorts aus dem. Und wie gesagt, die haben keine Probleme, solche Designs zu tragen. Wenn er natürlich, ich habe schon öfters gehört, ja, dass mein Mann wird diese Hose nie anziehen, weil da sind jetzt Herzerl drauf oder Mickey Mäuse oder was weiß ich. Ich denke mir dann, wer sich die Unterhosen von deinem Mann, aber okay. Ja, ich meine natürlich, manche gehen ins Fitnesscenter oder sowas, ja. Weiß ich nicht, ist das dann peinlich? Also ich habe keine Ahnung, klärt mich mal drüber auf, ja. Warum, also, ja, vielleicht ist es deppert, wenn du Single bist und du hast da Herzerl unter Hosen an beim ersten Orgendate dann, also nicht beim ersten Date, natürlich nicht beim ersten Date, sondern beim siebten Date von mir aus, ja, und dann zieht der aus und sieht das, ist das vielleicht, gerade bei Junge stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor, ja, in meinem Alter steht mir das sowieso schon drüber, ja. Weil auch meine Unterwäsche passt eigentlich nicht zusammen, BH und Höschen. Aber okay, gut, ja, das geht jetzt hier nicht. So, zurück zum Thema. So, wir haben das jetzt ungefähr gleichmäßig abgesteckt. Ja? Und ich mache das jetzt mit der Coverlock-Maschine, weil die macht dehnbare Nähte. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Man kann es aber auch ganz normal mit der normalen Nähmaschine abstecken, ja, mit einem elastischen Stich, also mit einem engen Zickzackstich, mit einem Dreifachstich, ja, da müsst ihr dann in eurer Betriebsanleitung schauen, welche der elastischste Stich ist. War das halbwegs verständlich? Also der am meisten nachgibt, würde ich euch vorschlagen, weil sonst da reißt euch dann da die Naht und das ist dann auch nicht schön. So, wir gehen jetzt zur Frau Ellner, zu meiner Coverlock und nähen das. Darf ich vorstellen, das ist meine Frau Elna, die habe ich schon relativ lange. Das ist eine Coverlock-Maschine, sie heißt Easy Cover und ja, das ist so ein Teil, das ist so nice to have, braucht man jetzt nicht unbedingt, es sei denn, wenn sie wirklich sehr viel Klamotten näht, also wenn sie sehr viel Babykleidung oder Kinderkleidung näht oder auch für Erwachsene, ja, wenn ihr das macht, dann könnte man mal überlegen, so eine Coverlock anzuschaffen, ja, aber wenn sie erst anfängt zu nähen, dann kann man das alles mit einer normalen Nähmaschine machen. Ich habe die Frau Ellner, ja, wir sind auch, wir haben auch schon oft gestritten, ja, also sie und ich, wir sind jetzt nicht so, aber es wird immer besser, ich habe sie jetzt schon 5 Jahre, glaube ich, und schon langsam könnte es was werden, ne? So, ich habe hier auch so ein Teil. Hol euch das einmal näher ran. Seht ihr dieses Teil? Das ist von Schnittenliebe. Das ist so ein Abstandshalter. Ja, und das ist Kleber, der noch immer auf meinem... Ich habe da mal was kleben gehabt und das ist nicht schmutzig. Das ist halt, ja, eigentlich schon schmutzig, aber wurscht jetzt, um das geht sich. Ich habe so einen Abstandshalter von Schnittenliebe. Das finde ich ein echt praktisches Teil. Weil dann kann ich hier meinen Stoff entlang führen und die Naht wird gerade. Also die hat dann immer den gleichen Abstand zum Ende des Stoffs. Ja. So. Und mit einer Coverlock, die hat auch keinen Fadenabschneider, die hat auch keinen automatischen Einfädler. Vielleicht gibt es Coverlocks mit automatischen Einfädler. Ja. Und wie man da das Ende macht, zeige ich euch dann auch gleich. Ja. Und immer auch zuerst testen. Ja. Wir führen das Werk ein, Füßchen runter, ja, und dann einfach hier entlang an der Nähhilfe entlang rattern. Wenn
Wenn wir am Ende angekommen sind, nähen wir ein bisschen über die schon genähte Naht drüber, um den Faden zu vernähen. Weil da gibt es kein Zurücknähen oder sonst irgendwas, ja. Und wenn wir dann fertig sind mit der Naht, die Nadel nach oben, das Füßchen nach oben, mit, ich mache es immer mit einer Pinzette, ja, von hinten die Fäden nach vorne ziehen, abschneiden und das Werkstück quasi nach hinten ziehen und auch abschneiden. Und jetzt habe ich, ein bisschen weiter weg wieder, so, und jetzt habe ich hier meinen Endfaden, ja, den theoretisch kann ich ihn so lassen, praktisch machen wir das aber nicht, sondern wir vernähen das Ganze. Dazu brauchen wir, eine stumpfe Stopfnadel, glaube ich, heißt das. Ich mache mir in diese Fäden noch einen Knoten rein. Und nähe einfach in diese Naht, einfach den Faden da so in diese Naht ein bisschen rein. So. Abschneiden. Was schaut da raus? Schneiden wir ab. Und fertig. Ja, jetzt haben wir eine Naht. Stellt sich das noch scharf, ja? Und die ist auch dehnbar, die Naht. Ja, aber das ist recht wichtig, dass sie dehnbar ist, damit sie eben nicht aufreißt. Ja. Ich habe hier, ich arbeite mit, bei der Coverlock, ich arbeite mit insgesamt 3 Fäden, einen Unterfaden, 2 Oberfäden. Man kann auch 3 Oberfäden machen, dann hat man halt oben 3 Nähte. Ich habe nur 2, ist aber für mich okay und ich mache das eigentlich immer so. Und man sieht jetzt auch innen, ja, die Naht von, scharfstellen bitte, die Naht von der Overlock ist unter der Covernaht quasi ganz gut versteckt. Ja. Das Ganze machen wir jetzt noch auf der zweiten Seite und dann geht's zum Gummi. Jetzt geht es zum Endspurt. Unsere Hosenbeinchen sind jetzt hübsch. Jetzt brauchen wir nur noch den Gummi auf der Short. Dazu müssen wir uns sowohl die Short als auch den Gummi abstecken. Also markieren, ja. Und zwar die vordere Mitte, die wissen wir, ja, weil da ist ja die Naht, ja. Beziehungsweise wenn wir 2 Vorderteile haben, dann haben wir da keine Naht. Also vordere, hinten, dann klappen wir das Ganze auf. Und die Seiten zu ermitteln. Dann brauchen wir noch Achteln. Das heißt, wir legen die Klammern aufeinander. Hier. Dann haben wir Achteln, wenn es wo ist, ne? Ungefähr. Und ja, das ist relativ wichtig. Ihr wisst, ich bin eine volle Sau und wenn es nicht wichtig wäre, würde ich nicht so viele Klammern drauf tun. Ja? Das Ganze machen wir jetzt noch mit Gummi.
So. Und jetzt wird's tricky. Jedes Mal muss ich drüber nachdenken, ob ich es richtig habe oder nicht. Ja? Und die Ina das eigentlich auch im Video sehr, sehr gut erklärt. Ne? So, ich habe jetzt hier meinen Gummi, so wie er dann drauf gehört. Das drehe ich um. Genau, und dann habe ich die Klammer zu Klammer und dann fange ich vorne an und stecke das fest an den passenden Markierungen und arbeite mich dann einfach ringsherum weiter. Also das ist für mich, wie gesagt, immer... Ich habe gestern erst wieder eine Short gemacht, wo ich den Gummi falsch herum angenäht habe, was grundsätzlich jetzt auch nicht so schlimm ist, ja. Aber es schaut halt hübschlicher aus, wenn der Gummi außen ist und nicht innen. Einfach schön rundherum an den Knipsen feststecken. So, und ihr seht, der Gummi ist natürlich enger wie die Hose und das müssen wir jetzt beim Nähen ausgleichen. Dazu gehen wir zur Nähmaschine, ganz normale Nähmaschine. So, ich mache mir das immer so, ich lege den Gummi oben hin und den Stoff unten und fange immer hinten an. Weiters stellen wir wieder einen kurzen Geradstich ein, damit er dehnbar ist, ja. Und was wir zusätzlich beachten müssen, ist natürlich, dass wir alles dehnen. Ich nähe mir das Nähfüßchen breit. Ich glaube, die Ina sagt eh auch 7 mm. Ja, aber beim Nähfüßchen breit kann ich mich immer schön orientieren am Ende vom Nähfuß eben. Zeige ich das ein bisschen. Was ihr seht, sieht man das, dass das so... dass der Nähfuß eben mit dem Gummi und mit dem Stoff abschließt. Wenn ein bisschen Stoff ausgefranst ist, stört das gar nicht, weil den müssen wir dann eh wegschneiden. Ja? So, ich persönlich lege mir meine Hand daher, also mir hilft quasi die Betty, ja? Und ich spanne es nicht nur vorne, weil sonst transportiert die Maschine nicht weiter, sondern ich spanne vorne und hinten. Ziehen wir mit dem Ellbogen ein bisschen den Stoff runter, damit nicht zu viel rausschaut. Und nähe dann mit diesem kurzen Geradstich unter Zug den Gummi an. Wichtig ist, dass ihr zu hinten nicht zu fest zieht, ja, und auch nicht zu locker seid, damit die Maschine den Stoff und alles wirklich schön transportiert und trotzdem ordentlich näht. Jetzt haben wir das angenäht und jetzt wird der Gummi ja nach außen geklappt, aber das würde sonst so ausschauen, das ist nicht gut, deswegen schneiden wir einfach das überschüssige, warte, ich hole euch näher, so. Den überschüssigen Stoff schneiden wir einfach ab. Das Ganze machen wir rundherum. Wenn die Schere ein bisschen kleiner ist, stört es auch nicht, dann tut man sich ein bisschen leichter, ja.
schön aufpassen, dass man nicht in den Gummi schneidet, weil dann wäre die Arbeit leider umsonst gewesen. Und auch nicht in die Naht schneiden. So, jetzt haben wir das abgeschnitten, schön kurz, weil wenn man es jetzt umklappt, schaut kein Stoff mehr drüber. So, und jetzt nähen wir das Ganze nochmal an und dazu gehen wir wieder an die Nähmaschine. So, jetzt machen wir dasselbe in Lichtrosa. Also nein, wir machen es nicht in Lichtrosa, wir machen es in Grau, aber es ist die gleiche Vorgehensweise. Und zwar fange ich wieder hinten an und schaue, dass ich möglichst knapp an der Unterseite vom Gummi die nächste Naht setze. Das ist die gleiche Einstellung, meine Stichlänge ist 0,8 und ich dehne dabei wieder Gummi und Stoff, so weit es halt geht. Betty muss wieder helfen. Fertig und es war, wie gesagt, ich finde den Schnitt, wie ich euch eingangs schon gesagt habe, ich finde den ja super einfach, ich finde den super toll und angeblich ist das auch sehr bequem. Ja, das Schnittmuster müsst ihr euch natürlich kaufen bei der Betty Too. Ich glaube, das kostet 2,90 €, so wie jedes Schnittmuster bei ihr. Ja, ich habe sehr viele Schnittmuster von ihr. Und wenn ich was super finde, dann sage ich das. Ja. Ob das jetzt von mir ist oder von einem anderen, ist mir unterm Strich egal. Ja. Aber ich finde das einfach ein nettes Geschenk. Weihnachten steht theoretisch vor der Türe. Also theoretisch kommt dieses Video ziemlich knapp vor Weihnachten sogar raus. Ja. Wenn du ein bisschen was über hast, weil ich habe es euch ja schon erklärt, ich kaufe ja gern immer ein bisschen mehr Stoff ein, damit ich ja genug habe. Ja, und meistens bleibt dann noch genauso viel über, dass ich eine Short machen kann. Ja? Wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen schlankere Menschen in eurer Umgebung habt, braucht es noch weniger Stoff. Ja? Also, mein Kind ist jetzt nicht dick, aber er braucht doch größere Latsche. Also, es ist jetzt kein kleiner, schmalbigter Bub mehr. Das war er mal vor langer, langer Zeit, nicht? Aber jetzt mit 25 ist er theoretisch ja schon ein Mann. Ja? Ich habe es vorher schon gesagt, theoretisch. Nicht? Aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir das gern auf Instagram. Dann beantworte ich es euch am allerschnellsten. Das Schnittmuster müsst ihr, wie gesagt, kaufen von der Petty Too. Das heißt, die Shorts heißen John. Und nochmal, ich finde das super cool, wenn Männer solche Shorts tragen, ja, weil immer nur schwarz oder weiß finde ich eigentlich total langweilig und so. Ich persönlich finde das super lässig und mein Kind tickt Gott sei Dank genauso wie ich und der wird sich freuen, weil er wieder drei Shorts mehr jetzt wieder. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Bussi, Baba!